Hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 30.06.2021, damit den letzten Handelstag im Juni, auch den Juni-Schluss damit, der hier gesetzt wird, die Monatskerze, die gesetzt wird, und unser DAX hat sich von seiner Angel von den Fischis hier ganz schön überrumpeln lassen, überrollen lassen, scheint ihm aber gut zu gehen, ja, zeigt einen Daumen nach oben, hat sich hier bullig eingetriggert. Und damit sicherlich ein Tag, der für viele in vollster Linie nicht zum Besten gewesen ist. Mal ganz vom Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft abgesehen, sind solche Bewegungen oft die meisten eben nicht gefallen. Ne? Weil die meisten dann doch lieber den DAX tiefer haben wollen und unten raus. Und dafür stand er ja wunderschön, hätte einfach bloß da unter der 55 unten rausfallen sollen. Was hat er getan? Jetzt direkt von 55 wie ein Bekloppter, 9 Uhr losgerannt. Hatten das auch in der E-Mail so ein bisschen reingeschrieben, dass das, also nicht, dass ich darauf wetten würde, ne, sondern dass das für mich so ein bisschen die Abbruchbedingung wäre, wenn Punkt 9, der wie ein Irrer losrennt, und wie ein Irrer ist er losgerannt. Also wirklich, der ist auf die Minute zack hoch an seine 6,35, dann sollte an die 6,70, an die 700. Dann hat man gemerkt, dass langsam so ein bisschen träger wurde, Trenddynamik nachgelassen hat, da war schon so absehbar, okay, einen hoch macht er vielleicht noch, dann kommt er erstmal wieder zurück. Zurück sollte er dann hier auf die 6,70, das hat er auch getan, da haben wir auch im Video sogar drüber gesprochen, wenn er eben oben rausläuft, dass er bestimmt so im Bereich um 7,50 eben eintritt, vielleicht 7,80, von dort dann nochmal hier oben auf die Hochs aufsetzt und dann muss er das verteidigen, muss halten und das hat er erstmal getan, stand hier. Er hat zwar oben natürlich hier eine schöne Umkehr, schon Umkehrformation ausgebildet, aber solange da jetzt kein fetter Druck nach unten kommt, sieht das jetzt erstmal gut aus. Also gerade auch mit der Abschlusskerze, die hier so nach oben den Kopf reckt, wenn da jetzt nicht ein Abwärtsgap kommt, sieht es gut aus. Kann man weiterziehen. Dann kann er nochmal probieren, ob er hier oben dran gerannt kommt zum Monatsabschluss, vielleicht auch zum Monatsauftakt dann am Montag. Hätte er gedacht, dass er eher unten rausstänkert. Auch zum Monatsauftakt verwundert mich schon ein bisschen, dass er sich doch nochmal so reaktivieren konnte, aber auch im US-Markt sind ja unheimlich stark momentan, noch unheimlich stabil, auch ruhig. Da merkt man halt wirklich, dass da ja Geld irgendwo hin muss halt, ne? Dass es noch reingetreten wird. Aber wir sollten uns jeden Tag, und das hat der Tag ganz besonders gezeigt, immer wieder für beide Seiten ein bisschen öffnen, vorbereiten, damit uns solche Tage eben nicht das Genick brechen und wir sofort wissen, okay, dann und dann haben wir uns einfach aus bestimmten Positionen zu verpieseln, rauszuziehen, zurückzustellen, erstmal wieder, um vielleicht ein bisschen einfach noch mal zuzugucken, ne, was macht er jetzt, spielt er noch das Spiel weiter, was ich mit ihm haben wollte oder nicht, und hier ist so ein Moment, wo ich sage, also unten raus, nimmt das die Spitzenwahrscheinlichkeit hier deutlich auch raus, ne? Wir haben oft genug darüber jetzt gesprochen, und diese Zone, da ist er jetzt, so gesehen ist er jetzt einmal rein und wurde wieder runterverkauft, ne? Er steht jetzt auch genau auf der Kante, aber die Abschlusskerze sieht gut aus. Das heißt, wenn der jetzt zum Mittwoch sich oberhalb von 700 halten kann, long, dann geht er weiter, 87 und dann höher halt. Ne? Also freie Fahrt, 49, die ist ja schon seit Ewigkeiten, ne? Die ist seit dem Ausbruch hier, ist das Ziel noch offen. Dann könnte er sich das mal gönnen, 30. Juni wäre das gegen späten Abend erreichbar, eher dann Donnerstag. Donnerstag gegen die frühe Vormittagszeit. Wäre es eine Punktlandung, könnt ihr auch nochmal den Pullback an den Keil machen, hier quasi an die alte Verkeilung. Einmal unten dran stoßen. Also das ist möglich. Das ist möglich. Die 87 hat uns schon mal ein bisschen geärgert. Auch der Bereich hat uns geärgert. Also wenn der... Nee, Moment, wir machen erstmal oben fertig. Also wenn er sich jetzt hier auftritt, wenn er sich auftritt 87, lasst ihn dort nochmal ein bisschen zuckeln. Und dann bricht er darüber halt wieder aus. Ne? Dann geht es auf über den Hochs drüber. Wieder ein Kaufsignal. Dann geht es weiter. Dann geht es weiter Richtung 949. Das sind dann tatsächlich die nächsten Ziele. Ja, wenn wir da oben angekommen sind, gucken wir uns auch mal ein paar neue Scheinchen aus. Bis dahin musste das erstmal noch genügen, was wir da drin stehen haben. Hier hat es erstmal noch nicht viel Sinn, dann sich dagegen zu stellen, solange der nach oben arbeitet halt. Ne? Also, ja. Und ansonsten kommt da runter. Ich würde ihm noch Bonus-Spielraum bis 6,30 geben. Na, wenn er jetzt zum Mittwoch unterhalb von 6,70 startet, wäre das ein Warnsignal. Es wäre ein Warnsignal, dass es oben Fehlausbruch gewesen sein könnte. Ja, hätte erstmal Platz bis 6,35, 600. Das ist so ein Bereich, wo er durchaus einen fiesen, tiefen, kleinen Start machen könnte. Und wenn er sich aber von dort direkt wieder hochzieht, über die 6,70, über die 700, dann ist er bullig. Ne, und dann steigt er auch von dort weiter.
Ja, darauf sollten wir uns jetzt erstmal einstellen. Das ist einfach so. Ja, ob uns das gefällt oder nicht, können wir uns nicht aussuchen. So, wenn er aber drunter geht, dann geht er auch wieder an die 55 und dann steht er wieder so da wie die ganze Zeit und dann wird er wieder aus der Rücklaufzone abverkauft. Und ich glaube, dann wird er sich nochmal einen Rücklauf auf 6,35 gönnen und dann aber auch unten rausziehen. Ja, aber das will ich erst sehen. Um hier richtig Short Gelüste wieder rauszupacken, brauchen wir einfach mal einen intakten Abwärtstrend. Und bisher kriegt es nicht geschissen halt, ne? Immer wieder. Er probiert es immer wieder nach unten anzuziehen, sieht immer wieder gut aus, macht sogar flache Rückläufe und dann verkackt es immer wieder im Setzen der tieferen Tiefs. Ja, und deswegen ist es wichtig, damit er wieder in richtige Bewegung, wenn er einmal fällt, dann fällt er auch richtig. Dann fällt er auch nicht bloß bis 15.000, dann fällt er weiter. Dann fällt er richtig, fällt er ein paar Wochen, vielleicht sogar mal ein, zwei Monate. Aber er muss irgendwo damit anfangen. Und solange dieses Signal nicht kommt, muss ich mich, und das wirkt vielleicht auch manchmal wie, als widerrufe ich meine eigene Analyse, aber das ist es nicht. Das ist ein reiner Schutzreflex, den ich als Trader auch an den Tag legen muss. Es nützt mir nichts, die ganze Zeit mich gegenzustellen gegen die Bewegung, wenn immer wieder neue Hochs kommen. Ja, aber es hilft mir, wachsam zu bleiben, wenn ich sehe, der kippt um, zu gucken, okay, jetzt dann, jetzt mal kurz ran, aber eben an bestimmten Punkten auch einfach mir wieder reduzieren. Und das wäre tatsächlich jetzt hier so ein Signal, wo man einfach sagen muss, das ist ein Long Trigger. Der heißt nicht Long Trigger, weil er besonders viel Chance für Short gibt halt, ne? Sondern weil sich der Markt dort aus technischer Sicht Kaufsignale generiert halt, ne? Diese Linie hier. Ne? Genauso wie das ein Short Trigger ist, wo man sagen sollte, Long Position gegebenenfalls mal runter. Kennt ihr alle? Wenn man nicht zum ersten Mal, arbeitet man jeden Tag mit. Ja, aber Fakt ist, technisch jetzt hier Vorlage nach oben. Kleinen Puffer hat er, wie gesagt, unter 6,35. Was tiefer geht unter 6,35, 600, wäre jetzt Überraschung auf der Unterseite und direkt Konter. Es wäre direkt wieder ein Konter. Es wäre wieder ein Abverkauf aus dieser Zone raus. Und dann würde er hier reinschlagen. Hier genau auf die Eröffnung von dieser neuen Uhrkerze einmal drauf wumsen. Dann zuckt er zurück und dann kommt der Abflug. Und dann will ich aber sehen, dass der hier unten rausgeht. Hier will ich dann rote Kerzen sehen. Hier will ich nicht sehen, dass sich hier eine Kerze drunter stellt und dann harte grüne Kerzen wieder zurückbringt. Das war eine harte grüne Kerze. Der Wortlaut ist die letzten Tage öfter mal gefallen. Natürlich ist sie von einer ganz anderen Stelle gekommen. Ich habe gesagt, wenn er Dienstag früh harte grüne Kerzen stellt in dem Bereich, dann eine schöne Longchance. Hat er ein bisschen blöd gesetzt. War für viele sicher so nicht so richtig schön zu handeln, habe ich selber auch nicht gehandelt, hätte ich auch nicht gehandelt, gefiel mir in dem Moment nicht. Ne? Aber gut, also Fakt ist, er ist oben raus, ist wieder in dieser Zone drin, er steht ein paar Punkte unter Allzeithoch. Negativ zu werten ist das erstmal nicht. Kleine Option ist diese Umkehrkerze, können einen Fehlausbruch andeuten, aber dafür muss er echt was zeigen halt. Ne? Also so wie er jetzt geschlossen hat, eigentlich müssten direkt grüne Kerzen kommen. Sollte aber tiefer starten. Kleines Warnsignal, 6,35 dann angucken, 6,35, 600. Wahrscheinlich kommt dort eine schöne Reaktion nach oben und dann drückt er sich lang. Und was tiefer geht, geht auf 5,50. Ja, und dann ist er sofort wieder im Rennen, dann macht er sich wieder unten aus, aber er muss dann auch stärker. Also auch mit unserer Elisa so richtig Short TAs, ich glaube, das setzen wir erst unterhalb dieser Niveaus dann halt wieder richtig an. Das ist sonst vertane Mühe, glaube ich. Ne? Und das hat man auch gemerkt. Wir haben auch hier, wir hatten ja hier eine drin gehabt und haben dann auch im Rücklauf nochmal eine positioniert. Die hat es uns auch dann rausgetragen. Das wurde nicht gedankt halt. Ne? Das ganz gezielt die Shorts weggetreten und offenbar eben auch nicht, um nur die Shorts rauszunehmen, sondern einfach, weil wahrscheinlich mehr Käuferdruck da war. Mehr Käufer da war, die das haben wollten. Ne? Es ist immer ein bisschen ein schmaler Grat, ne? Weil wir haben ja den schönen Keil. Und der Keil, der ist eigentlich schön auf. Und es ist schade, dass er das nicht anspielt. Weil sowas macht der DAX ja gerne. Aber wir haben auch in Vergleichsvarianten, auch im Tageschart haben wir was Ähnliches. Da hat er nochmal einmal diesen Kanal kontaktiert und ist dann weggeraucht. Und hat dann den Keil erst richtig aufgelöst. Ist hier ein bisschen dolle, naja. Ist hier ein bisschen dolle, viel Motivation dann an der falschen Stelle, aber die Keilkante von unten, die darf man auch mal antizyklisch shorten. Das glaube ich schon. Also, das wäre eine gute Stelle, die halt auch mal antizyklisch gut reagieren kann. Ja, das heißt, wenn er jetzt hier schön lang zieht, dann kann man da auf jeden Fall mal einen kleinen Fokus drauf setzen. Ne? Das ist eine schöne Stelle, die man dann nehmen kann. Und ansonsten will ich ihn außerhalb des Bollinger Bandes unten sehen.
unten raus. Ne? Haben wir auch ein paar Mal schon drüber gesprochen. Will sehen, dass er unten rausfällt, so wie das hier getan hat. Und dann aber auch im fallende Tiefstück geht. Weil dann etabliert er einen Abwärtstrend. Und dann kommen wir auch wieder richtig schön zurück. Und wie gesagt, das sind dann halt nicht nur 15.000. Auch wenn ich dann sage, ich kann bis 15.000, das ist dann aber Ziel Nummer 1 von 3 oder so halt. Ne? So ganz so groß kann ich hier immer nicht auftragen und fette Ziele nehmen. Dann gehen die Leute immer gleich total übermotiviert rein und belasten ihre Kreditkarte bis zum Limit, weil ich irgendwo gesagt habe, der kann bis, keine Ahnung, 13.000 oder sowas fallen, sind dann total übermotiviert. Und wenn es dann 200 Punkte hochgeht, heißt plötzlich, na Martin, was ist denn los? Du hast was von 13.000 erzählt. Und das ist aber nicht Sinn und Zweck der Analyse, die ich mit euch machen will. Ne? Also wir machen das ja hier jeden Tag. Ne? Das ist keine Big-Picture-Analyse, sondern das ist eine Vorbereitung für jeden Tag. Und da gucken wir uns eben die Bereiche an, die kurzfristig hier relevant sind. Also kurzfristig relevant ist auf jeden Fall dann eben hier der Bereich hier unten. Ja, unterhalb von 500 würde ich jetzt einen Short-Trigger hochziehen. Ja, das heißt, ein Unterschreiten dort wird auf jeden Fall ein Brechen des Abwärtstrendes suggerieren. Könnte dann weiter runterfahren, aber so wie er jetzt steht, das ist erstmal aufwärts. Das ist aufwärts, das ist nicht mal abwärts. Das ist sogar eigentlich positive Vorlage halt. Ne? Also es ist sogar grün, er hat das voll verkackt. Der hat das versemmelt, seine Chance, die er zum Dienstag gehabt hat. Er hat eine gute Chance gehabt, unten rauszuziehen. Der lag so schön vor. Das ist schon... Aber man hat es ja auch gemerkt, das Sentiment war bei minus 70. Die Leute waren noch nicht bereit. Und er braucht die Leute alle auf der Long-Seite. Dann kann er unten rausfallen wie ein Guppi. Dann kann er da richtig Spaß und Freude unten haben, wenn die Leute alle Long gegen knallen. Das war hier nicht der Fall. Waren offenbar einfach noch viel zu viele auf der Short-Seite aktiv. Euwerk-Sentiment bei minus 70 gewesen. Das ist schon echt heavy. Das ist schon deutlich extrem. Und von daher, Chance erstmal oben. Und ja, haben auch was gesagt mit Geduld und so. Also da muss ich sagen, ist mein Geduldsfaden ein bisschen am Reißen. Das gefällt mir nicht, ja, weil ich wollte ihn ja unterhalb der 6,25 behalten. Ja, das gefällt mir hier eindeutig nicht. Also da will ich ihn schon drunter sehen, alles was hier jetzt höher geht. Das hat zu viel Chance, einfach auch bis zur Keilkante unten zu laufen halt. Ne? Weil wenn da jetzt die 6,70 wieder nach unten fallen lassen, das, wie gesagt, Warnsignal und so weiter, habe ich jetzt dreimal, glaube ich, gesagt, aber muss halt auch erst kommen. Na, ist jetzt ein bisschen in der Bringschuld. Hat jetzt bullische Signale gesetzt, Kaufsignale gesetzt, hat sich fast vors Allzeithoch gelegt. Das ist erstmal stark zu werten. Und das zum Monatsschluss ziehen sie die Monatskerzen nochmal richtig grün. Ja, das nimmt natürlich auch ein bisschen die Motivation für die nächsten Monate. Wäre das schon Doji geworden oder so, hätte man sagen können, boah, geil, Juli kannst du voll durchshorten. Ja, das nimmt da jetzt deutlich Fahrt raus halt, ne? Das nimmt deutlich Tempo raus. Gut, Freunde, also Punkt 6,70 wichtigste Marke, 6,35 zweitwichtigste Marke oben frei bis 949, so können wir es eigentlich zusammenfassen, das Update, ne? Oder die Analyse, Morgenanalyse. Ich mache daher hier aus, wünsche euch viel Erfolg, drücke euch die Daumen, dass ihr nicht eure Verlustposition heiratet, im Zweifel euch auch mal davon trennt, wenn ihr merkt, es entwickelt sich gar nicht so, wie ich das haben will. Ne, eher mit den Signalen möchte ich handeln. Ich persönlich möchte mit den Signalen handeln. Ich möchte meine Position so gestellt haben, dass sie mir in den Markt, also dass ich auch in die laufende Bewegung vielleicht sogar meine Position ausbaue, ne, dass wenn er genau das macht, was ich haben will, dass ich dann großes Engagement setze und in dem Moment, wo er halt hier rausgeht und wo er das macht, was er nicht machen soll, für zum Beispiel eine Short-Position, muss man halt auch teilweise mal über einen kleinen Positionsrückbau nachdenken halt, ne, um sich einfach klein zu machen, damit man sich das Risiko nimmt, oben rausgetragen zu werden. Ja, und natürlich mit dem Nachteil, dass man unten raus jetzt erstmal nicht volle Fahrt mit wieder dabei ist, aber die Position kann man dann ja wieder auffrischen oder auffahren, wenn er denn in den Schwung reinkommt. Ne? Mit der Bewegung handeln, mit dem Trend handeln und nicht gegen den Markt aussetzen. Also, Kiste aus, viel Erfolg, wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.